Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvest Teller. Wir sind immer noch bei der Quest des Ei des Himmels und müssen nicht nach Nemea, zum Ei des Himmels tatsächlich gerade. Und Yella aus, was auch immer sie gefangen hält, befreien. Vorher können wir hier mal ein bisschen ernten, denn auch das Silentium steht vor der Tür. Dann wird unser ganzes schönes Gemüse tatsächlich nicht mehr gut sein. Mein Rucksack ist voll. Schade. Kann man nichts machen. Nee, wir räumen kurz diese Sachen rüber. Du siehst hübsch aus. Eine Feder, die mit großer Geschwindigkeit durch die Luft fliegen kann. Sie besitzt Windattribute. Die ganzen Samen können übrigens auch in die Truhe, denn wir können halt eh nichts mehr anbauen, was im Frühling wächst. Dafür haben wir nicht mehr genug Zeit. Die meisten Dinge brauchen länger als 4 Tage zum Wachsen. Jo. Dann würde ich mal sagen, auf. Zum Ei des Himmels. Heute gibt es mal wieder ein wenig Action. In den letzten beiden Folgen waren ja mehr so Nebenquest unser Hauptaugenmerk. Heute ist es wieder die Hauptquest. Wir teleportieren uns auch direkt zum letzten Speicherpunkt, den wir bisher freigeschaltet haben. Das müsste feuchte Fußspuren sein. Bisher, genau. Gefällt mir tatsächlich der Schattenmeuchler-Kampfstil am besten, mit den 2 Schwertern. Ich bin aber auch voll gespannt, was da noch so kommt. Hier waren wir offenbar noch nicht. Stimmt, ich glaube, hier sind wir irgendwo beim letzten Mal zusammengebrochen, weil wir zu müde waren. Du siehst einen roten Schalter an der Wand, daneben ist eine Klappe. Auf der gegenüberliegenden Wand ist ein grüner Schalter mit einer Klappe daneben. Die Klappe öffnet sich vielleicht, wenn du den Schalter umlegst. Ich würde lieber den grünen umlegen. Du legst ihn um die Klappe, daneben öffnet sich langsam. Um einen Gegenstand zu enthüllen. Es sieht wie eine Windlaserfeder aus. Danke. Rot sehe ich jetzt einfach mal als Signalfarbe und öffne das nicht. Immer diese Mir-Vibes in dem Ei. In der Gegend hier. Mir war aber auch so ein schönes Spiel. Eigentlich hätte ich da auch mal Lust, das wieder weiter zu spielen.
erstmal zur Kiste, würde ich sagen. Und erstmal ein bisschen Metall abbauen. Und eine Karoppe bekommen. Schön. Dann geht's jetzt hier drüben weiter. Der Sprudel bleibt tatsächlich immer ein bisschen länger erhalten, als ich es immer befürchte. Ich habe immer das Gefühl, er riecht vorher weg, bevor ich auf die andere Seite gekommen bin. Wenn ich da ein bisschen Schwachsinn auch so rede, wundert euch nicht, es ist absolut spät. Aber mit meinem Schlafrhythmus aktuell kriege ich es tatsächlich nicht besser hin, als jetzt aufzunehmen. Bin auch noch immer in der Vorproduktion. Immer noch ein bisschen kränklich. Es kommen viele Dinge zusammen. Lass dich davon bitte nicht stören. Ich gebe dennoch mein Bestes, euch zu unterhalten und ihr voranzukommen vor allem. So, Fragezeichen. Sieht aus, als hätte jemand eine Aufzeichnung auf uns stehen lassen. Sie sagten, die Tests seien vorbei. Ich dachte, dieser Tag würde nie kommen. Wir sind Waffen. Unser einziger Zweck ist es, zu kämpfen und zu überleben. Das haben diese Leute gesagt. Es wurden tatsächlich Menschen gezüchtet. Hatte ich damit zufällig recht? Ich hatte das damals ja nur geraten. Braucht eine Waffe eine Seele? Warum wurde ich geboren? Für wessen Tod wurde ich geboren? Wenn das mein Zweck ist, dann will ich nicht leben. Ich will niemanden verletzen. Also tatsächlich gezüchtete Menschen, damit sie für die anderen, die ersten Menschen praktisch kämpfen, die aber dann eine Seele hatten und eigentlich gar keinen Bock hatten zu kämpfen. Und wer weiß, wie es weitergegangen ist. Nicht so weit biegen. Dem da dürfen wir natürlich nicht begegnen. Also warten wir kurz. Schade, dass wir bis dahin jetzt nicht kamen. Ganz knapp. Das sieht aus, als wären wir hier schon gewesen, hä? Wie bin ich denn hier im Kreis gelaufen? Es gab da hinten noch keinen anderen Weg. Reparier den mal. Lecker Pfirsichsaft für uns. Ich komme gar nicht dazu, meine Spezialattacken einzusetzen, weil die Gegner zu schnell tot sind. Gemeinheit. Hier brauchen wir wieder eine rote Medizin. Ich
Irgendwie mag ich die mega nostalgische Stimmung, die in diesem Gebiet herrscht. Einfach weil es halt so eine sehr moderne Fabrik ist, die sich die Pflanzen so erobert haben und dann die Musik noch dazu, die so wehmütig klingt einfach. Super schön. Ah, da haben wir die rote Medizin. Reiten wir den Wind. Und von hier? Darüber offenbar. Drüben liegt was. Ah, wieder so eine Cornello-Puppe. Wo ich noch nicht weiß, was ich mit der eigentlich anstellen kann. Level 30 seid ihr, okay. Wow. Euch sollte ich besser nicht begegnen. Der Trank lässt die Pflanze komplett verwelken. Aber dann schätze ich mal, Tiella wurde hier auch gezüchtet als Waffe. Ursprünglich. In den Überresten der Wandpflanze befindet sich etwas. Du siehst es dir näher an. Es ist ein Zombie-Pilz. Oh Gott. Was ist denn ein Zombie-Pilz? War der etwa in dieser Wandpflanze? Zombie-Pilz? Ew. Für die Verstärkung von Waffen. Wo kommt denn der Kaffee her? Egal, wir haben Kaffee. Aber ich habe Bohnen in unsere Maschine gelegt. Wahrscheinlich kam da dann jetzt der Kaffee her. Ja, trinken wir den Kaffee mal. Haben wir jetzt mehr Schaden bekommen als erwartet, muss ich sagen. Eine blaue Medizin. Sieht aus, als hätte jemand eine Aufzeichnung auf uns stehen lassen. Das Leben ist so langweilig. Wenn wir kaputt gehen, funktionieren wir nicht mehr. Das war's. Menschen sind nicht anders als Maschinen. Ihre Herzen machen sie so schwach. Wie lange tragen sie ein solch fragiles Organ? Menschen sind Sklaven ihres Herzens. Sie können ihnen nicht widersprechen. Glaubt um euer Leben, kaputte Püppchen. Die Puppen tanzen, die Marionetten können nicht fliehen. Sie drehen sich nur immer weiter. Gefühlt ist da jemand sehr durchgeknallt. Nun, natürlich können wir unserem Herz widersprechen. Dafür haben wir ja den Verstand. Hier wurde eine Nachricht zurückgelassen. Eine Unterlassungsanordnung vom Ethikkomitee. Dieses Projekt hat gegen ethische Grundsätze verstoßen. Wir verlangen die sofortige Einstellung und Zerstörung aller Aufzeichnungen. Die Zentralverwaltung erwartet folgende. Das ist sie also? Was? Das ist sie also? Das ist was? Bin verwirrt? Oh, da brauchen wir leider Bomben, die wir nicht haben. Brauchen wir da drüben auch Bomben? Ich hätte an blaue Medizin eigentlich gedacht. Ja. Dann kommen wir hier aber erstmal noch nicht weiter, glaube ich. Weil wir keine blaue Medizin unterwegs gefunden haben. Da wird es dann wahrscheinlich aber auch nur eine Kiste oder so geben.
Jella. Da ist sie. Was sehe? Jella, dir geht es gut. Wir haben überall nach dir gesucht. Komm, gehen wir nach Hause. Nein, komm nicht näher. Was? Warum sagst du das? Du sollst keinen Schritt näher kommen. Bitte vergiss einfach und geh. Vergiss mich einfach und geh. Ich lass dich auf keinen Fall einfach hier zurück. Mir geht es gut, wirklich. Bitte geh doch endlich. Jella. Irgendwas stimmt hier nicht. Jella würde uns nicht einfach so wegschicken. Ich glaube, sie verbirgt etwas vor uns. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Was hast du herausgefunden? Es ist noch eine Theorie, aber wir kommen ihrer Bestätigung immer näher. Asia, dir gefällt wahrscheinlich nicht, was gleich passiert. Aber bitte, wende dich nicht ab. Sie wird dich jetzt dringender brauchen als je zuvor. Mhm. Wird mir denn gefallen, was gleich passiert? Großer Bosskampf oder so? Ich putte nur schnell das Mini-Heil-Ding. Lange Fälle. Okay, wir haben ja auch nochmal einen Speicherpunkt. Das ist gut zu wissen. Okay, wir sind am Ei und wir haben eventuell einen größeren Kampf vor uns. Je nachdem. Komm, lasst uns mal was essen. Speichern. Auch speichern ist immer schön. Immer nur so zur Vorsicht. Ich spüre davon etwas Ungewöhnliches. Ja, wir gehen weiter. Jella. Asia, ich bat dich doch, mir nicht zu folgen. Was? Woher kommt denn dieses riesige Monster? Jella, geh da weg. Ist schon gut. Das wird mir nicht wehtun. Mach keine Dummheiten, Jella. Komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Es tut mir leid, Asia. Das kann ich nicht. Warum nicht? Lass sie ausreden, Asia. Danke, Aria. Mir ist wieder eingefallen, was ich vergessen hatte. Du hast dein Gedächtnis zurück? Ja. Ich bin eine bionische Einheit, die in diesem Labor entwickelt wurde, um die Drachen zu kontrollieren. Ich bin ein künstlicher Mensch, oder vielmehr eine Waffe in Menschengestalt. Ich bin nicht wie du, Asia. Das verstehe ich nicht. Wie ich es vermutet hatte, stammt dieses Labor aus meiner Zeit. Es war in den Nachrichten. Ein Labor nutzte bionische Einheiten, um Waffen zu steuern. Aber es wurde geschlossen. Aber ich habe keine Ahnung, warum es hier in dieser Zeit ist. Die Forscher sagten, sie hätten sich beim Waffendesign an Drachen orientiert. Dieser Drache ist eine Waffe, entwickelt zum Töten, und ich bin ein Teil dieser Waffe. Die Monster zerstörten Nemea, weil sie nach mir suchten. Darum entführten sie nur Mädchen. Das ist die Wahrheit, Asia. Ich wollte nicht, dass du es erfährst. Aber Jella, ich kann nicht mehr bei dir bleiben. Ich bin eine Waffe. Nein, das
Das stimmt nicht. Aber Sia. Ob Waffe oder nicht. Ich weiß, wie es in deinem Herzen aussieht, Yella. Es spielt keine Rolle, zu welchem Zweck du geboren wurdest. Du kannst deinen Pfad selbst wählen und ändern. Darum. Ich danke dir, Asiya. Ich bin so froh, dass ich meine letzten Augenblicke mit dir verbringen konnte. Unsere gemeinsame Zeit ist vorbei. Ich werde die Drachen wiederbeleben und an unser Bewusstsein versiegeln. Ohne Befehlskette zerstören die Drachen alles, was sie nicht identifizieren können. Wenn dies nicht ihre Zeit ist, würden sie alles zerstören. Asiya, unsere gemeinsame Zeit war kurz, aber ich habe unsere Stadt geliebt. Alle waren so nett und warmherzig. Aber derjenige, der mir beibrachte, dass ich ein Herz habe, dieses fantastische, wunderbare Ding, warst du. Und darum will ich, dass du mich zerstörst. Ich will dieser Welt nicht wehtun. Den Stadtbewohnern, den Kindern, dir. Bitte, Asiya, du musst mich aufhalten. Yella! Ärger. Das sieht sehr nach Ärger aus. Drache, er... Er ist unglaublich mächtig. Das ist nicht gut. Wenn wir zulassen, dass er sich völlig erholt, ist alles vorbei. So will ich's. So wild Yella ist. Yella. Ich werde es tun. Ich werde Yella aufhalten. Oh, die Musik. Geil. Sehr, sehr cool. Aber was? Wie hier? Oh, hi. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt verstehen würde, was da gesagt wird, wäre das sehr schön. Wie komme ich denn an dich ran? Ach, ich muss einfach nur an die Kante. Okay, cool. Auch gut, dass er eine Schwäche gegen unsere Angriffe aktuell hat. Ich sollte vielleicht hier weg. Sah gerade so aus, als würde er was in einem Mega-Angriff machen oder sowas. Also Rot bedeutet für mich immer Angriff und dann verschwinde ich da halt. Er macht wieder irgendwas. Oder haut einfach nur ab. Okay, nächste Stufe. Rüber. Wo sind wir jetzt hin? Oh, nicht so gut. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh Gott. Wo ist denn das Vieh? Ach, da ist er jetzt. Oh Gott, da hinten sind auch noch Plattformen. Da! Ja, nicht dahin, nicht dahin. Aus dem Weg. Ich sollte mir schnell was essen. Ich sehe dich gerade nicht. Oh Gott, wir sollten hier weg. Wir sollten eigentlich auch noch weiter weg. Ah, verdammt. Da haben wir Schaden bekommen. Das hätte nicht sein müssen.
Also war nicht schnell genug. Der Kampf ist schon ziemlich cool. Dafür, dass die bisherigen Kämpfe alle so sehr starr wirken und auch das Kampfsystem natürlich immer noch so starr ist, haben sie sich was einfallen lassen durch diese Sache mit den Windpunkten. Das ist trotzdem nicht allzu starr wirkt. Zu mir, so hole ich woanders hin, darüber offenbar. Nicht wieder weg. Wo bist du denn? Oh Gott. Ja, vielleicht in der Richtung. Nee, hier ist auch rot. Schade. Oh Gott. Ja. Komm, jetzt nicht von vorne anfangen müssen. No, sie hat Danke gesagt. Das habe ich zumindest verstanden. Nach all dem, kann er sich noch bewegen? Das fühlt so groß. Mein Angriff reicht ihm gar nicht. Wir stecken in Schwierigkeiten. Er entkommt, wenn wir nichts unternehmen. Jella. Mir geht es gut. Wenn ich alle eure lächelnden Gesichter sehe, geht es mir immer gleich viel besser. Eine fantastische Aussicht, oder? Ich würde glatt behaupten, die beste in der ganzen Stadt. Auch seltsam, dass sie sich nur an die Dinge erinnert, die wir mit ihr zusammen auch schon erlebt haben. Nichts von der Vorgeschichte. Bitte, verschwinde einfach. Du und unserer kleinen Stadt nicht noch mehr weh, als ihr es schon getan habt. Bitte, Azir, du musst mich aufhalten. Azir? Ich kann es noch schaffen. Außerdem, wenn ich es nicht kann, sind wir alle erledigt, oder? Jella, es tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Azir. Ich war nicht für diese Welt gemacht. Aber du hast mir so viele wunderbare Dinge geschenkt, trotz meiner Herkunft. Ich konnte dein Schicksal nicht ändern. Mir ist deine Herkunft egal. Die
Zeit, die du mit den Stadtbewohnern verbracht hast, mit den Kindern. Was du uns gegeben hast, wird immer bleiben. Darum werde ich, wir werden dich nie vergessen. Azir. Meine Zeit mit dir war wie ein wahr gewordener Traum. Danke. Diese Melancholie sieht dir gar nicht ähnlich. Oh, Aria. Ich möchte dir etwas zeigen, das ich gefunden habe, als ich das Ei des Himmels inspiziert habe. Oh? Hier. Was ist das? Eine Szene aus Tielas Erinnerung. Es ist ein Foto. Moment, du weißt nicht, was das ist, oder? Es ist eine Art hochwertiges Gemälde. Merv war von den beschädigten Daden nicht übrig. Es war allzu wichtig. Rodiella. Jedenfalls dachte ich, du solltest es haben. Ihr habt uns da draußen sehr geholfen. Jetzt, da die Monster fort sind, muss sich niemand mehr fürchten. Du hast uns auch geholfen. Wenn du das sagst. Ich glaube, ich kann meine Fähigkeiten nutzen, um Menschen zur Abwechslung zu helfen. Du untersuchst die Chronomalie, richtig? Ich möchte helfen, wenn ich darf. Vorausgesetzt, ich werde nicht dringend im Waisenhaus gebraucht. Danke fürs Warten. Wie lief es? Gut, ich habe Azir den Gegenstand gegeben. Ich denke, er muss sich erstmal überlegen, was er als nächstes macht. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Wo ist Tina? Es ist Zeit fürs Lernen. Alle warten schon. Schon gut, ich bin gleich da. Ich muss gehen. Ich hoffe, euch beide bald wiederzusehen. Das bedeutet wohl, es wird Zeit, nach Leth zurückzukehren. Bist du bereit? Jenny, Aria! Azir, stimmt etwas nicht? Tut mir leid, ich wollte noch eine Sache sagen, bevor ihr geht. Ihr habt beide gesagt, dass sich die Chronomalie nicht nur in Nemea seltsam verhält, richtig? In diesem Fall möchte ich euch helfen. Findest du nicht, dass du etwas übereifrig bist? Es ist okay, mal eine Weile traurig zu sein, weißt du? Als ich mir das Bild ansah, das du mir gegeben hast, wurde mir klar, dass ich nicht einfach rumsitzen kann. Jella hat diese Welt so sehr geliebt. Ich muss sie für sie beschützen. Was ich verloren habe, bekomme ich vielleicht nie zurück. Aber manche Dinge bleiben mir noch. Nun gut. Was meinst du, Jenny? Natürlich kannst du helfen. Vielen, vielen Dank. Oh, so traurig. Aber irgendwie auch so schön. Wie kann denn etwas so schön und so traurig sein? Ja, eine schöne Sprachausgabe wäre irgendwie auch toll gewesen, selbst wenn sie Englisch gewesen wäre. Oder halt zumindest Japanisch und alles mit Untertiteln, ihr versteht schon. Sprachausgabe wäre schon nice. Hier spricht Geist. Die mobile Bewaffnung ist versagt. Ich hab's nicht gelesen, Entschuldigung. Kehre zur Basis zurück. Entsendung des Luftschiffes einleiten. Was? Nein, ich habe sie nicht zerstört. Offenbar war jemand vor mir hier.
Ah, sie ist zerstört, hat er gesagt. Ich hätte nie erwartet, dass ein Abel mir zuvorkommen würde. Aber das spart mir einige Mühe. Eine solche Waffe hätte nicht zur wahren Welt geführt, die ich anstrebe. Ach, du bist der Größenwahnsinnige. Eine autonome Waffe, gesteuert von einer künstlichen Lebensform, die einen jungen Mädchen nachempfunden ist. Es wird immer deutlicher, dass sie sich um nichts anderes sorgen als sich selbst. Mhm. Darum retten wir einander. Und versuchen, den Feen zu helfen und dem Gleichgewicht zu helfen. Es hilft nichts, darüber zu jammern. Das Schicksal der Kreatur war besiegelt, als sie aus diesem Ei schlüpfte. Kapitel 3a, das Ei des Himmels abgeschlossen. Er hat zu Aria gestiegen. No, kritische Trefferrate plus 1%. Wizard plus 2%. Füllerate der Bruchansage plus 2%. Spezialtechnik Arithmar-Beschleuniger freischalten. Was? Mächtiger zielgerichteter Zertrümmerungs- und Weisheitsangriff. Macht den Gegner zeitweise schwächer. Partner-Spezialtechnik. Der Doppelbruch bei einem starken Gegner schaltet die Spezialtechnik deines Partners frei. Zum Einsetzen L oder E-Stick drücken. Okay. Erlerne Spezialtechniken durch vertiefte Bindungen zu deinen Freunden. Und Doppelbruch kannst du nur eine Spezialtechnik entfesseln. Ich habe noch nie einen Doppelbruch zustande bekommen. Ich bekomme den normalen Bruch schon so selten hin. Aber, das war's wohl. Fürs Erste. Da hinten wartet schon eine kleine Nebenquest auf uns. Die werden wir dann aber beim nächsten Mal annehmen. Wir sind heute ein ganzes Stück weitergekommen. Den ersten Teil der Hauptquest abgeschlossen. Zwei Hauptquestteile fehlen noch. B und C. Und ja. Oh. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr bisher von der Story haltet. Es ist zwar so eine richtige typische Kingdom Hearts Story, wollte ich schon sagen. Ja, Richtung Final Fantasy auf jeden Fall. Typisch Square Enix. Aber darum spielt man diese Spiele von Square Enix ja auch. Genau das ist man, was man liebt daran. Genau diese Art von Story. Zumindest ist das bei mir so. Ja, ich sag mal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Stadt. Das wird dann ja wahrscheinlich Sommer oder Winter? Moment, da können wir ja direkt mal nachschauen. Das Requiem der Bulla. Tenny trifft einen Herren aus Schatolla, der in der Nähe der Chronomalie des Sommers sitzt und dorthin gereist ist, um die mysteriösen Vorkommnisse in der Nähe zu untersuchen. Oder Schreckensautomat. Tenny trifft Schricker, die in der Stadt Argen wohnt und beschließt, dorthin zu reisen, um sich die merkwürdigen Vorkommnisse näher anzusehen. Die heilige Hauptstadt ist Winter. Ja, Sommer oder Winter ist dann die Frage, wo ist der Herbst? Denn wir sind doch im Frühling. Oder sind wir im Herbst? Auf jeden Fall bleibt uns der Sommer und der Winter und wahrscheinlich werde ich Richtung Sommer erstmal gehen. Wobei aktuell bietet sich ja eigentlich der Winter für den Winter eher an. Ach, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr lieber sehen möchtet. Auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Bye!